Wir befinden uns hier in der Pfarre St. Elisabeth in Graz vor der Pfarrkirche. St. Elisabeth befindet sich innerhalb von Graz im Südwesten und ist die jüngste Pfarrgemeinde der Steiermark. Die Kirche wurde 1972 von Bischof Johann Weber eingeweiht. Zur Pfarrgemeinde gehören etwa 5000 Einwohner, davon 3500 Katholiken. Nach dem Krieg haben sich hier in Ebling viele Menschen neu angesiedelt und viele Vertriebene aus dem ehemaligen Jugoslawien eine neue Heimat gefunden. Viele ältere Menschen kommen sehr gerne auch hierher, um Kraft und Zuversicht von der Botschaft des Evangeliums und von der Feier der Heiligen Messe zu bekommen. Hallo, wir sind jetzt beim Spieltisch der Orgel. Ich möchte ein paar der Probleme unserer Orgel kurz vorstellen und erklären. Wir sind hier bei den Tasten, die wir brauchen zum Spielen. Die erzeugen aber noch nicht den Ton. Der Ton kommt von da oben und der wird über elektrische Impulse hinauf übertragen und dann in Luftströme umgewandelt in Windströme. Elektropneumatisch heißt dieses System. Und das ist auch ein bisschen das Problem unserer Orgel, weil es sehr fehleranfällig ist. Und wir sehen dann später, das Material, das verarbeitet wurde, ist sehr damals kostengünstig, aber leider nicht sehr nachhaltig. Und deswegen stünde eine große Reparatur an, wo man nicht sicher weiß, ob die dann wirklich lang anhaltenden Erfolg garantieren kann. Die Probleme, die wir haben, das ist einerseits der Winddruck, den wir haben bei der Orgel, nämlich, wenn ich das kurz zeigen darf, man hört jetzt auch das Pfeifgeräusch möglicherweise, die Ventile schließen nicht mehr richtig. Und wenn ich jetzt eine Pfeifenart, das heißt Register, einschalte, gibt es unterschiedliche Töne, die man hören kann. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass der Winddruck nicht mehr in der richtigen Balance ist. Das heißt, wenn ich jetzt einen Ton spiele und den Pedal dazu drücke, ohne dass ein Ton im Pedal kommt, hört man, wie sich der Ton verändert, wenn ich hier spiele im ersten Manual. Und das ist natürlich problematisch, wenn sich die Tonhöhe ändert während eines Liedes, je nachdem, wo ich im Pedal, das sind die tiefen Töne, wo ich im Pedal meinen Fuß oder meine Füße hinauflege. Das ist das eine. Und das andere ist, dass manche Töne gar nicht mehr kommen, weil die Ventile nicht mehr richtig schließen, sondern manchmal auch gar nicht mehr richtig aufgehen. Zum Beispiel haben wir das hier beim A. Das sollte eigentlich so da ankommen, wenn ich so drücke. Macht er erst, wenn ich länger umbleibe. Wenn die Kirche kalt ist, jetzt ist gerade noch Spätsommer, da ist ja einigermaßen warm, da geht es einigermaßen gut noch. Kann sein, dass die Töne noch später kommen. Und das ist schwierig, wenn man jetzt ein Lied begleiten möchte. Das sind sozusagen die Hauptprobleme, Ventile. Und jede Pfeife hat ein eigenes Ventil unterhalb, jeder Ton hat ein eigenes Ventil. Das heißt, da gibt es ganz viele solche Ventile, die aus einem alten Leder, aus einer alten Belederung bestehen, die man auswechseln müsste. Und das scheint sehr aufwendig. Das, was ich hier demonstriert habe, dass Töne nicht kommen, haben wir auch im Pedal unten. Jetzt kann es sein, dass es an dieser Belederung liegt. Es kann aber auch sein, dass es an der elektrischen Übertragung liegt. Da im Spieltisch drinnen sind lauter Magneten, die das umwandeln. Und beim A zum Beispiel hört man das typische Knacksen oben gar nicht. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Problem hier im Spieltisch liegt. Also wir hätten, wenn man da auch das auswechseln möchte, dann müssten wir überhaupt einen neuen Spieltisch auch anschaffen, um das Problem beheben zu können.
soweit ein kleiner Einblick in die Probleme unserer Orgel, die uns über viele Jahre einen treuen Dienst geleistet hat, aber wo wir jetzt die Befürchtung haben, dass das eigentlich jede Woche, vor allem im Winter, wird es noch akuter, nicht mehr möglich ist, dass die Orgel uns bei den Gottesdiensten begleiten. Scheiße, Thomas Ludwig, und leitet den Orgelanschluss. Wir brauchen eine neue Orgel. Dazu sind verschiedenste Aktivitäten geplant, um diese neue Orgel zu finanzieren. Unter anderem werden wir Dinge verkaufen, Orgel Honig, Orgel Käse, Orgel Torten, Mehlspeisen. Aber wir werden auch Benefizkonzerte veranstalten und wir starten mit unseren Aktivitäten beim Erntedankfest mit dem Verkauf von Orgelpfeifen. Wir brauchen Ihre Unterstützung. Wir brauchen Ihre Unterstützung. Bitte helfen Sie uns bei der neuen Orgel, damit auch in den nächsten Jahrzehnten die Orgel erklingen kann zur Freude Gottes und der Menschen. Vielen Dank.